Es ist nicht gescheitert, sondern es war ein gemeinsames Ansinnen. Wir beenden den Vertrag gerne auch vorzeitig. Dass der Vertrag für uns sehr günstig ist, ist unstreitig. Wir waren auch darauf eingestellt, deutlich mehr Geld zu bezahlen. Wir werden nie Probleme mit der Qualität der Leitstelle in Norderstedt hatten. Es sind ja gar keine Arbeitsplätze verloren gegangen. Auch die Krankenkassen waren sehr angetan von diesem Zusammengehen. Das hat mal jemand gesagt, die Rettungsleitstelle könnte auch in Stuttgart stehen. Also wir haben mit der Stadt Norderstedt und der Leitstelle dort, die ja von der Stadt betrieben wird, über die Jahre und Jahrzehnte eigentlich eine immer sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Und Anfang letzten Jahres, noch vor Corona, waren wir dort, um turnusgemäß über die Anpassung der Kosten zu sprechen. Das hat die Stadt mit Frau Röder an der Spitze auch aufgenommen. Dann war Corona-bedingt natürlich ein bisschen Pause. Anfang des Sommers kam dann ein Brief aus der Stadt, die sagt, wo sinngemäß drin stand, wir würden die Vereinbarung gerne auflösen. Die ist befristet bis Ende 2024 und wir als Stadt können uns auch eine vorzeitige Auflösung vorstellen. Dann sind wir mit in unsere Gremien gegangen und haben gesagt, wie seht ihr das als Kreispolitik? Und wir waren uns relativ schnell einig, beide Seiten ja dann, wir beenden den Vertrag gerne auch vorzeitig, weil aus Sicht der Stadt einmal große Investitionen anstanden, die man dann natürlich vermeiden kann, und auch eine Personalthematik immer im Raum stand. Ich würde mal sagen, es sind ja gar keine Arbeitsplätze verloren gegangen, denn die einen Arbeitsplätze gehen nach Elmshorn. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Chance, dort mitzuarbeiten, weiterzuarbeiten, wenn sie A denn wollen. Das ist ja immer das Entscheidende, egal mit welcher Rechtsform. Und die anderen haben natürlich weiterhin ein Beschäftigungsverhältnis zur Stadt und können da weiterarbeiten. Und mein Kenntnisstand ist auch, dass man städtischerseits sich da sehr bemüht, beziehungsweise, soweit ich weiß, auch für alle eine Lösung findet. Wir kamen vor etwa einem Jahr in Norderstedt an, sage ich jetzt mal, und wollten, ich verkürze es jetzt sehr stark, über Geld reden, über die Anpassung der Vergütung. Denn dass der Vertrag für uns sehr günstig ist, ist unstreitig, war auch nie ein Thema. Wir wussten aber auch unsere Politik, das wird für den Preis nicht mehr gehen. Und wir waren auch darauf eingestellt, deutlich mehr Geld zu bezahlen. Und dann kam eben, das hatte ich eben gesagt, im Sommer der Brief aus der Stadt Norderstedt mit dem Wunsch, zumindest über Ende 2024, Auslaufen dieses Vertrages, nicht weiter zusammenzuarbeiten. Insofern, es ist nicht gescheitert, sondern es war ein gemeinsames Ansinnen zu sagen, ja, wir haben jetzt die Chance, da was zu ändern, wir wollen es beide, also lass es uns tun. Und um das ganz deutlich zu sagen, ich habe kein angespanntes Verhältnis zu Frau Röder. Wir haben beide Interessen zu vertreten, wir finden aber, finde ich, immer sehr gute Lösungen. Wenn man sie mit der alten Wache vergleicht, dann ja, also nicht Wache, Leitstelle, aber mit der neuen Lösung wird das wahrscheinlich in etwa auf gleicher Höhe sein. Wir verbinden natürlich durch die Größe, sind natürlich einige Synergieeffekte einfach da, die sich positiv auswirken. Auch die Krankenkassen, die ja einen großen Teil dieser Leitstelle auch bezahlen, waren sehr angetan von diesem Zusammengehen. Also wir erwarten uns schon auch eine Qualitätsthematik, wobei wir nie Probleme mit der Qualität der Leitstelle in Norderstedt hatten, um auch das ganz deutlich zu sagen. Also ich habe nur eben mitbekommen, dass die öffentlichen, soweit es öffentlich verkündet worden ist, dass die Debatten dort eben sehr einvernehmlich gelaufen sind. Die Beschlüsse zur Aufgabe oder Auflösung des Leitstellenvertrages alle einstimmig gefasst worden sind. Insofern gehe ich davon aus, dass unterm Strich auch da eine große Akzeptanz oder Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Weg besteht. Also deswegen sind diese Leitstellen ja auch immer größer geworden. Deswegen ist es heute sicherlich möglich, eine Leitstelle in dem Fall jetzt in Elmshorn zu betreiben für dann vier Kreise, Segeberg, Steinburg, Pinneberg und Dithmarschen, was vor 20 Jahren, 25 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Rettungsdienst, denn in Elmshorn wird ja auch der gesamte Rettungsdienst abgewickelt und für die beiden Kreise Pinneberg und Segeberg auch die polizeilichen Einsätze. Also insofern ja, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber es hat mal jemand gesagt, die Rettungsleitstelle könnte auch in Stuttgart stehen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.